Assalamu alaikum. Also wir heute mit Marcel, Fiete und mir, wir haben, wie ihr seht, Spaß nichts. Fischen hat ein Video gemacht mit der Hijabi Evolution und unter den Kommentaren war eines der Polizisten kommentieren da. Crazy. Also eines der Top-Kommentare war von YouTube Suchti und er sagte, bitte auch alte Bilder von den Jungs zu ihrem Kleidungsstil etc. Mhm. Aber auch von Did You See My Bag, macht mal daraus ein neues Format, peinlichste Kindheitsfotos. Ja, als nächstes will ich Fiete sehen. Tja, heute bin ich dran. Will jemand Kaffee? Ja, Moment. Kaffee. Oh. Dreimal heute. Sind ihr alle bereit? Ja. Hey. Danke. Ui. Ach so, warte mal. Was? Soll ich jetzt hier hin? Nee, oder? Oh. Wirklich? Ey, dein Ernst? So siehst du also ohne Bart aus. Oha, bist du süß. Krass. Du hast hier auch so Mexican-Style. Er hat nur so oben zugemacht. So, und dann geht's hier so nach unten auf. Du hast damals schon deine Hosen hochgekrempelt. Mhm. Weißt auch, du noch, wo das war? Auch unterschiedlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Kaulsdorf. Ach, in Kaulsdorf. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, Jonas ist nämlich in Pankow groß geworden. Groß geworden, aber geboren in Lichtenberg. Sollen wir jetzt einfach weitermachen? Oder? Nach Digga. Wirklich jetzt? Huah! Scherz, bist du das in der Mitte auch? Das auf jeden Fall, musst du noch fragen, Marcel Berlin. Hä, bist du nicht er? Oder der? Bist du nicht er? Das Fiete, Digga. Du musst einfach immer auffallen. Aber bist schon Sweetheart, ja? Ja, harte DDR noch. Ja, safe, oh mein Gott, er ist wirklich unendlich DDR. Und das ist eine und Frau, die Erzieherin da. Oder was? Das ist ein Typ? Du hast jetzt gerade die Erzählung gemeint? Nee. Wirklich jetzt? Digga, es hätte auch ein Harald sein können. Sehr, sehr ich mal stark vom Haus, ja. Hier, sind wir bereit? Ja. Wait. Bist du das wirklich? Krass, Alter. Krass, du siehst viel dunkler aus als in dem Komm, da bist du doch gerade aus dem Urlaub gekommen. Ja, safe. Oder? Kann sein. Also ich bin jeden Sommer damals in den Urlaub gefahren. Okay, warte, jetzt muss ich... Gab's bei dir eigentlich im Verein, noch andere Jungs, die so waren wie du? Also gerade in der Altersgruppe war ich auf jeden Fall der einzige dunkle Mann. Ich brachte Farbe ins Spiel. Aber waren die cool mit dir? So? Mit meinen Mitspielern hatte ich kein Problem. Es waren dann meistens die Gegner oder Eltern vom Außen, vom Seitenrand. Wenn wir den Wedding gefahren sind oder Reinickendorf, dann waren es immer so die Türkenmannschaften, hat man die bezeichnet. Und da standen dann, wenn die Heimspiele bei uns hatten, dann wurde auch gerne mal Kameltreiber reingerufen und sowas. Aber zu den anderen? Zu den anderen. Und die haben aber nicht verstanden, dass du dich dadurch nicht angesprochen fühlst. Genau, sie gingen davon aus, solidarisiert er mich natürlich mit meinem Team und auch mit Jonas. Mit den Werten des BSV Einersdorf. Innerhalb des Vereins gab es da nie, die haben mich da nie schlechter behandelt oder sowas, gar nicht. Es war nur, wenn wir im Osten waren, da hatten sogar die Trainer dann gesagt, yo, Jonas, komm, wir fahren dich mal jetzt heim und so. Ich habe es als Kind nicht ganz verstanden, ich wusste nur, dass ich auf jeden Fall Angst hatte so, und dann haben sie gesagt, yo, komm, wir fahren dich mal jetzt. Cool. Also schade, dass es so war, aber sauber. Ja, das war wirklich sehr schade, weil, cool. Ich bin so gespannt, was noch für Bilder kommen von dem Jonas. Ich will nämlich unbedingt die Jugendbilder von ihm sehen. Beide? Ja. Ah! Ja. Weißt du, ich wusste es. Das war so klar. Das war, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber das Ding war nicht geladen oder so. Wo war das? In Syrien. Was ist das für eine... Waffe? Ist das eine Attrappe oder? Nein, das ist eine echte Waffe. Ah, das ist eine echte Waffe. Ja, da waren halt Ungläubige, was soll ich machen? Ich wollte nur so ein Ding behalten. War für mich damals spannend. Also, wie würdest du jetzt nochmal auf den Schießstand gehen? Nein, ich finde das komplett daneben, sowas. Also, es ist für mich so, also mittlerweile, so als 15, 16 Jahre ist das mega cool. So, du posierst mit so einer Waffe so. Aber ich habe es ja auch niemandem gezeigt. Ne? Das war aber mittlerweile finde ich sowas komplett daneben. Hä? So, das ist auch derselbe Klassenraum gewesen. Oh, krass. Ist das im Knast, Alter? Hä, bist du das? Krass, Digga, du siehst aus wie dein Bruder jetzt, oder? Das bin ich. Das ist Yunus. Hier, Alter. Ist dein Ernst wirklich gerade? Das ist Yunus? Ja. Das ist auch, hä? Du dachtest das wirklich, das wäre Yunus? Aus wie dein Kumpel Joe oder Yo oder wie... Das ist sehr rassistisch. Das ist doch voll Yunus. Schonst nicht! Doch, 100%. Ich habe ihn noch nie mit einer Cappy gesehen. Willst du mich nicht am Bizeps? Was ist mit dir? Im Knast. Jetzt geht's zum Strand.
Nee, es war mega kalt draußen. Hey Leute, jetzt geht's los. Yeah, okay. Yeah. Everybody goes. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch folgt. Es wird nämlich immer nicer von Klamotten her. Ja. Das war Victor. Deswegen zeigst du auch das V wegen ja, Victor. Für Victor, ja. Und der hat mir da gezeigt, was Liebe ist. Er hat mir mal auf die Fresse gehauen. Und dann hab ich ihn versucht auf die Fresse zu hauen, aber er war einfach mal 2 Meter groß. So. Und dann habt ihr ein Foto gemacht zusammen. Ja, Frieden. So sich in der 10. Klasse aus. Aber wo hat er dir dann auf die Fresse gehauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er und boom. Mit der Faust. Aber ich glaube schon. Aber es hat nicht viel getan. Ich schwöre, ich hab nicht gefallen. Okay, weiter. Oh! 50 Cent. Yeah. Yeah. Ich sehe rasiert halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, das Ding, was ich auf dem Kopf habe, das sind eigentlich so alte, was du Babys, glaube ich, in den Hintern gewickelt hast. Hast du in der Zeit viel, also obviously so Hip-Hop und so gehört? Nur. Aber eher R&B. Mhm. So der, also nicht mit dem harten Hip-Hop, da konnte ich damals nichts anfangen mit. Das war mir so der Gefühlsmensch. Aber ich glaube, jeder wollte Usher sein. Als Usher. Nee, guck mal, ich denke, bei diesen härteren Hip-Hop-Geschichten macht es Sinn, wenn du es verstehst und dann fühlst. Mhm. Ich habe die Sachen nicht verstanden. So, und für mich war es wirklich, Musik war so Gefühl und R&B hatte mehr Gefühl für mich. Mhm. So. Auch wenn natürlich harter Hip-Hop da so ein aggressives Ding auch manchmal rüberkommen kann, das war aber nicht meine Welt. So. Mhm. Und da musste man nicht viel verstehen, um trotzdem zu wissen, worum es geht. Mhm. Ah, schade, wir hatten kein Foto von dem, der, ach, das ist mir jetzt erst eingefallen, das war ein Foto, der ist jetzt nicht mit dabei gewesen, von Yasser, der eigentlich so maßgeblich dafür verantwortlich ist, warum ich das mache, was ich mache. Es war eine Begegnung in der Schule zur Abi-Zeit, da kam er in der 11. oder sowas neu auf die Schule und er war der erste Kanake. Neben dir. Und der erste Muslim, ja. Ich kannte ihn nicht, aber er kam einfach auf mich zu und meinte, Salamu alaikum, Bruder. Und ich so, hallo. Alaikum salam. Ja. Nein, weil keiner hat mich jemals irgendwie so begrüßt. Es gab ja nichts Arabisches, nichts Türkisches, nichts, was so mein kulturellen Background irgendwie widerspiegelt. Genauso wie es in der Schule, in der Fibel. Ja, genau. Du meinst wie auf diesem Bild? Ja, es gab in der Grundschulzeit, wenn wir in den Büchern gelesen hatten, hat man sich noch voll gefreut, so, ach, guck mal hier, nice, mein Name ist im Buch und so. Naja. So Martin oder Marcel sagen und was ist das? Aber da stand nirgendwo Younes, wusste nicht, woran es lag damals, aber ich fand es immer, scheiße, mein Name kommt wieder nicht, so nach dem Motto. Und dann kam dieser Dude halt, der mich mit Salam alaikum, also ein Gruß, den ich kannte, aber so nie genutzt habe. Über ihn hatte ich dann habe ich seine Familie kennengelernt, die einfach so traditionell afghanisch waren, auf eine nice Art und Weise, muss ich sagen. Es war so eine Botschafterfamilie, wirklich sehr liebe, sehr, sehr nette Menschen und sehr auch so eine Bildungsfamilie, so einfach. Ja. Das hat mich tief beeindruckt, weil ich halt zum ersten Mal so eine kulturelle Verbindung gespürt hatte und wo ich das erste Mal Interesse hatte, selber, okay, wer bin ich eigentlich? Also das war der Anfang von dem, wer bin ich eigentlich? Weil sonst immer in der Schule, 9. Klasse war so ein Erdkunde, da schlagen wir die erste Seite auf und da war halt Hatsch, also das war so ein Bild von dem Kaaba. Und alle, und dann sagte der Typ hinter mir, Türkenparty oder was und alle, Und es war mir so, das sind so die unfassbar unangenehmen, peinlichen Situationen für mich gewesen, weil ich dachte, sie lachen mich aus. Das ist dann der Moment, der dir gezeigt hat, dass du gerade nicht wirklich dazugehörst oder so, oder dass du gerade alleine stehst. Ich glaube, sie haben nicht gecheckt, dass es mich verletzt. Das haben sie, glaube ich, nicht gecheckt. Aber Yasser war dann der Erste, der dann auf einmal so im Raum selbst auf einmal anfängt, afghanische Lieder zu singen. So, und es war für ihn so selbstverständlich, weil er so dazu stand. Ja, und das war so für mich krass, der hat echt Selbstbewusstsein so, und das hat mir so voll gefehlt. Also ich stand nicht zu meinen Wurzeln, so null. Weil es mir immer peinlich war, weil ich dachte, weil die Mehrheit einfach sagte so, das ist auch voll der... Was Türken war einfach uncool, also Türke war eine Beleidigung. So, ne? Aber er hat mir so, okay krass, brauchst du doch nicht. Also er hat es nicht gesagt, er hat es einfach so durch sein Handeln, weil er so natürlich aufgetreten ist, so immer, yo, steh dazu, so nach dem Motto. Und wegen ihm habe ich angefangen, Islamwissenschaften zu studieren. Er war der Dude halt, der mich da geprägt hat. Nice.
Okay, ja. Und Grüße an Viktor. Wenn ihr noch weitere zwei, drei weitere peinliche Fotos von mir sehen wollt oder Dinge, die ich wirklich niemals erstmal veröffentlichen würde, dann checkt doch einfach mal meinen Instagram-Account aus. Da würde ich sagen, da ist es jetzt veröffentlicht. Ja. Ich glaube, die nächste Folge geht dann mit Marcel, da dürft ihr schon gespannt sein, glaube ich. Da gibt es auch eine Menge lustige Sachen zu sehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Foto ihr am lustigsten, peinlichsten oder was auch immer fandet. Und also in die Kommentare auf jeden Fall. Hier, auf jeden Fall. Jetzt Marcel ist ein Abo abholen, definitiv. Hier geht es zu dem letzten Video, was wir mit Gütern gemacht haben, Kijabi Evolution. Und hier ist die Funkwelt. Auf Wiedersehen.